lässt mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und... Zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, in einen Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Ja. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline. Meine Güte, Leos Cut ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawson die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist sicherlich begrenzt. So, Drogenstapel finden. Wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Mal sehen, wer das Ding abfällt. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstag gemacht. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, weil die irres Zeug hatten. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Kann man so die Karte im Blick halten? Mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami hier als Umschlagplatz.
Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Ja, es sind überall Krokodile und alles. Ich würde hier ungern schwimmen gehen. Da vorne müsste das nächste Paket sein. Perfekt. Und übrigens, ich hätte jetzt hier abgeschossen. Der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. So, da vorne ist das Ziel. Mit dem Airboot anlegen. Halt an dem Dock an, um das Airboot zu verlassen. Da berechne ich kein Zwang. Fahnsymbol. Wie wir jetzt gerade auch schon. Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich springe raus und markiere es. So, dann machen wir mal runter. Viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Das glaube ich ja weniger. Aber gut. So, Drogenstapel finden. Letzten Stapel markieren. Der ist doch wo da drin. Ah, hier. Ich habe was für sich hin. Ah, hier. Oh, moin, hallo. Hey, warte mal, so. Das kann nicht klappen. Alter, Glück gehabt. Puh, ich glaube, wenn Kayo nicht da gewesen wäre, hätten wir es, glaube ich. Ja? Dann sag einfach danke. Die Dots gehabt. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Die haben mehr Angst vor uns, ha? Wir müssen aus dem Wasser raus. Na denn. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Was ist ein Kletterhaken? Ist ein Rohr oder so? Hier ist ein Haar. Ach hier, mit dem Klettern kannst du höher gelegene Orte, wie die zum Beispiel diese Plattform jetzt, erreichen. Schließ den Kletterhaken auf einen markierten Vorsprung, um Kletterseil zu erzeugen. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. So. So, dann mit X drauf und mal und drauf. War das jetzt zu viel? Nee. Ein bisschen. Also, wir können nicht so rüber, sondern. Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Tut weh wie Sau, Mann. Und dann gehen wir wieder hoch. Achso, du bist da. Meine Katze ist da ein bisschen am Aufräumen. So, nehmen wir mal eine weitere Seilrutsche auf. Du bist vorbereitet. Kommen wir sich schnell rauf. Ziel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Was für eine Bretter? So, da einfach hinschießen wir es. Volltreffer. Okay. Komm hier nach. So, tschüss. Gehen wir mal runter. Was auf dem Scanner? Menge Feinde wahrscheinlich. Kai,
Da kommt Besuch. Sicher das Team zum Einsatz. Vorsicht. Wir wollen was sie festnehmen. Luis Minguez. Hier drüben! Scheiße! Zurück! Bitte sehr. Unser Ziel lebt noch. Glaube ich. Schalt ihn ab! Brandsack! Oder auch nicht mehr. Verdammte Scheiße! Ich fresse jetzt. Ja. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. Lagern die in diesen Fässern. Mhm. Ja, super. Was, kann man da noch was markieren? Ich glaube, irgendwo noch fehlt noch ein Beweis. Scheiße, der hat sich voll näher angenommen, den Typen. Das ist ein Magnum, das ist rot, brauche ich nicht. Da. Hotshot Lieferkette. Gut. Gucken wir mal, was da noch so sich drin befindet. Komm ich da rein? Ja. Vor ist die Tür. Da will ich mich nochmal ganz kurz umgucken. Gucken wir noch vernünftiger aus. Aber vielleicht eine vernünftige Ausrüstung haben. Nee. Sekundärwaffe. Die 90, nehmen wir mit. Gut. Naja, noch nichts wirklich Dramatisches. So, das ist Kletterung. Panzerung. Sehr rutsche. Ja, wir müssen was mitnehmen. So. Gucken wir hier noch irgendwas haben. Was es dann interessant sein könnte. Nee. Aber den Punkt untersuchen wir. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Dann sollen wir weitermachen mit Drogen. Links oben scannen wir in einer Position, hier hat sein Beweismittel im Bereich unter der Entfernung zum nächsten Beweismittel angezeigt. Okay, dann fahren wir uns mit dem Boot hier. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Ich will mal kurz gucken. Warum bist du denn so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als nur Knarren? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, da ist das Paket hin. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Du, da fehlt jetzt, glaube ich, nur noch ein Gebiet, oder? Sich markiert.
Warte mal, muss ich das jetzt echt aktivieren heute? Oder bin ich jetzt blöde? Das ist die Säge. So. Das war jetzt keine Absicht. Sondern müssen wir. Ich hoffe, dass wir jetzt das letzte haben. Hey, wir fahren zum Fahrengebiet, komm. Da, wo uns das vorgibt. Was ist direkt mit dem Mann dann? So. Na dann gucken wir mal. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt gerade nicht, dass wir hier irgendwelche Alligatoren. Krieg ich das da hochgeschossen? Nee, ne? Da können wir ran. Nehmen wir mit. So, irgendwo ist noch ein weiteres Beweismaterial. Ich weiß aber nicht, ob das hier ist. Oder ob das unten ist. Das war keine Absicht. Oder doch? Vielleicht doch. Das ist bestimmt immer ein zweites, oder nicht? Habe ich jetzt gerade. In dem kompletten Gebiet oder ist das da vorne? Und ich weiß, dass hier irgendwas die ganze Zeit knurrt. Wir sind die Alligatoren. Wie gesagt, dann nochmal, wir müssen hier höllisch aufpassen, dass wir hier nicht von einem Alligator mal kurz mitgenommen werden. Okay. Naja, scheinbar ist das nicht hier. So, wir gehen wieder runter. Wir gehen mal rüber zu dem Sägewerk, was wir da eben hatten. Nämlich, dass das hier vorne liegt. Ich muss gerade gucken. Wasserturm aus müssten wir das sehen. Ja, ja, ja. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Ja, schon klar. Bis Samstag brauchen wir mindestens noch ein Boot. Quote Alarmanlage deaktivieren. Haben wir irgendwie offizielles Ziel? Das war natürlich keine Absicht, darunter zu schöpfen jetzt. Weniger wollte ich da hoch eigentlich. Dort sehe ich ein bisschen mehr. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Können leise sein oder laut. Mach einfach. Da ist ein Ziel. Nathan Brown. Da sind eine Menge Typen. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Gut. Na dann, probieren wir es. Ich habe natürlich jetzt nicht den Taser mit. Ich habe natürlich jetzt was anderes mit. Versuchen es so weit wie möglich auf die etwas sanftere Tour zu machen. Versprechen kann ich nicht, dass es klappt. Wie gehen wir es an?
Das Problem ist, ist da. Die Frage ist, kriegen wir den ohne, dass der... andere uns sieht. Polizei! Du bist verhaftet! Hey, was soll das? Nehmen wir den mit. Machen jetzt ganz in Ruhe. Frage, den zuerst als erstes? Ist hier ein Täter mit dabei, wäre es kein Problem. Du bist da. Du bist gerade mit deinem Auto beschäftigt, mein Freund. Keine Bewegung! Kopf ins Gras. Gut. Ah, blöde Frage, nächste Frage. Jetzt mache ich hier mal kurz die... Das sind die Alarmanlagen, okay. Ich brauche das Gesamtding. Das werde ich als erstes deaktivieren. Das ist aber irgendwo da vorne. Lassen wir erstmal alles sein. Holen wir uns erstmal nach und nach, wenn möglich, die Gegner. Das Ziel ist da vorne. Das heißt, wir werden, wenn möglich, die Alarmanlage ausschalten. Ich kann nichts. Glück gehabt, dass die das nicht mitbekommen haben. Ich probiere jetzt mal gerade mit dem Hauptziel. Festgenommen. Blum. So, Gegner verhaftet. Ist egal jetzt. Weiter. Das Problem ist, ich hätte gerne mal eine Ruhe. Ergo nehme ich mir das Problem, weil der andere dann seinem Auto da arbeitet. Ziehe ich mir als erstes raus. Eigentlich müssen es ja nur noch zwei sein. Also der Typ mit der... Ah ne, am Boot arbeitet der. Das heißt, der geht als nächstes raus. So, den nehmen wir als erstes weg. So, die Frage ist... Du willst ja jetzt nichts mehr machen. So, festgenommen. Und damit haben wir sie. Und damit müsste ich eigentlich hier alle Gegner weg haben. Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Wie haben wir denn vier Beweisplätze? Wir haben denn die Beweismittel? Bitte was? Da ist was. Das ist das, was Kay meint. Nett. Altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Mhm. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Okay.
Ausrüstung. Momentan aber nur noch keine Waffe, die ich jetzt super toll finde. Weiter. Aber hier ist auch noch was zum Markieren. Manila-Umschlag. Nels kauft hier überall Grundstücke auf. Remy Nels, Herr der Sümpfe. Gut. Super. So, perfekt. Es fehlt aber offiziell immer noch zwei. Ja, Masse. Das war so die ganze gemeckert hat. Ein Wasseranalysegerät. Hier gab es Tests. Vor kurzem erst. Das ist ziemlich harmlos. Grundstückskorruption in Florida. So was. Hm. Wir müssen noch woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Ja, ja, warte, ich suche da das eine Ding. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Wo ist der letzte Beweis? Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Ich weiß noch nicht wo. Bestimmt hier. Warte mal. Ich muss ja eigentlich nur der Spur folgen. Das ist aber nicht diese Kiste da vorne, oder? Nein. Das ist sie natürlich nicht. Wo könnten das sein? Wo ist diese blöde Kiste? Ist das Beweismittel? Sieht nach Papierkram aus. Da! Perfekt, alle Beweise gefunden. Mit Messer befestigter Zettel. Diesem Springer schuldet Nels auch Geld. Nels hat also noch mehr Feinde. Zu wissen. Gut, okay. Das, falls ihr euch da auch was durchlesen wollt, gerne das Video einfach anhalten. Gut, weiter. Dann nochmal das Sägewerk durch. Da fehlt nur noch die letzte. Das letzte Ziel. Heute machen wir ein bisschen was länger, weil ich will das gerne noch durchkriegen. Wenn die Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Ich will nur kurz nochmal hierher zurück. Weil, also, was weißt du über Nels? Es ist mir noch ein Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent. Wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, dann nochmal das Letzte. Den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. 900 Meter? Okay. Dann ist das definitiv nicht hier, das Ding. Na gut, dann machen wir noch mal weiter zurück zum letzten Ziel. Da fällt nämlich eigentlich noch ein Beweis und den hätte ich gerne. Aber die Frage ist, da vorne könnte es sein. Ja, ist es auch. Oder? Ist das Ding hier? Wir haben das schon gemacht.
Perfekt, das ist nämlich der letzte. Wo ist denn der? Wo ist denn der Drecksbeweis? Also 6 Meter, 10 Meter, das heißt, ich muss das irgendwo hinten sein. 7 Meter, 8 Meter, das geht weiter weg. Da, diese komische Chemikalienkiste. Perfekt. Kleidungsfarbstoff. Wie kommt der denn hierher? Wenn Nels keine Kleidung herstellt, habe ich keine Ahnung. Gut, gut, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Ich meine, hier sind doch keine Kinder, hier sind doch keine. Nee, das ist das doch nicht. Das ist das doch nicht. Wir wollen nicht hin. Hopp. Darf ich nicht ran? Ausrüstung, ich hätte gerne. Willst du jetzt doch dahin oder was? Zu Nels. Ich gebe das durch. Scheiße. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier. Naja, was willst du denn jetzt mit dem machen? Der ist am Ende weniger beinlos auf jeden Fall. Sie können auch gerade nicht ins Fahrzeug. Warum er Leo gehen ließ? Dors konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Alligatoren. Halt. So, kommen wir zurück zum. Kommen wir raus zum letzten Ziel. Hey Kai, ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson? Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Hey, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. So, dann machen wir hier mal fest. Müssen die alle ganz. Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Windmühle? Ja, wir sind da ja hoch irgendwie gefühlt. Der Kabel weg von diesem Schatten. Du rennst natürlich wieder voll übers Wasser. Bleib auf Distanz, bis du mal gegen. So, checken wir mal ab. Gut, mehr oder weniger war es doch schon. Das sind halt Anführungszeichen ein paar Gegner. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los.
Los, näher ran. Müssen wir raus aus der Nummer gerade. Fragezeichen. Haben wir einen, der um uns jetzt, den wir gefährlich wäre, den wir unbedingt festnehmen müssen? Sie sind sicher gleich zurück. Scheinbar nicht. Wir probieren mal, was das so. So, ganz ruhig. Ich habe natürlich keine Schalldämpfer, ich kann jetzt gerade nicht allzu viel machen. Jo, wer ist denn dieser Käufer? Ich wette 5 Mäuse, es ist der Bulle. Welcher Bulle? Ich will jetzt mal den hier vorne holen. Der ist weg. Lustig, hier steht ein ganzes Krüppchen. Gegner verhaftet, Haftbefehl, jawohl. Der war aber Haftbefehl gesucht, der Kollege. Jetzt haben wir noch ein Problem. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Truppe da getrennt bekommen. Wie viel kommt denn diese Woche noch? Laut Remy 2 bis 3 Flieger pro Tag. Mann, Remy ist irre. Der dreht mächtig auf. Hä? Schon weg. Ja, ich kann mich ja natürlich super gut verstecken hier.
So, gucken wir mal, dass wir hier nochmal im Scanner die Beweise haben. Wir haben 3 Beweise. Mit Zugang zum Meer. Bestimmt hier irgendwo dieses Kokainpaket, was hier irgendwo lag. Da drüben ist dein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Warte mal, wo waren der? Schau dir den Alligator an. Irgendwie seltsam. Ich will das gar nicht. Stimmt, da war der Typ jetzt hier. Wo war denn das Paket? Hier war das Pokal basiert. Das ist kein Beweis? Okay. Ich hätte fast wieder Wette gefunden, dass da irgendwas wäre. Das ist wirklich einer. Toter Alligator. Ich glaube dem Mist nicht. So, letzter Beweis noch schnell. Dann haben wir das Ding hier auch durch. Haben wir das Ding hier abgeschlossen. So, warte mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Dings haben. Hier. Die Schuhe kenne ich doch. Schuhe. Perfekt. So. Gut, dann jetzt zurück zum Boot. Dann haben wir schon mal das Thema Hilfe, Drogen und Sumpf geschafft. Gehen wir kurz zurück zum Boot. Was ist okay? Ist hier schon zum Boot? Oder was? Okay, sie darf nicht. Also ist da noch irgendwo was? Ja, das hat sich natürlich total gelohnt. Jetzt habe ich geraten, jetzt leben natürlich wieder alle Feinde, oder was? Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Okay, es gibt wohl mehrere Optionen. Oh, dann müssen wir das Thema mit meiner Dummheit in der nächsten Folge noch machen. Eigentlich wollte ich das jetzt abschließen irgendwann.